Wrong Turn ist für mich wirklich ein wahnsinns cooles Franchise. Der erste Teil, eigentlich noch ein ziemlich actionreicher und spannender Horror-Thriller. Dann mit dem zweiten Teil ein absoluter Found-Footage-Kadaver. Und dann wird's wieder ein bisschen besser mit einfachen Splatter-Granaten. Aber im Rahmen von unserer Halloween-Horror-Edition beschäftigen wir uns einmal nur mit dem ersten Teil. Das ist nämlich der einzige, der hier in dieser Reihe erschienen ist. Und das ist, finde ich, auch eines der geilsten Designs aus der ganzen Reihe. Wir sehen Three Finger mit Wrong und Perm Primum. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man damit wahnsinnig gut kauen kann. Aber auch hier wieder sein Gesicht quasi bis zur Unkenntlichkeit entstellt mit irgendwelchen unter Anführungszeichen Tätowierungen. Sehr schön finde ich in diesem Fall diesen Rahmen, der um sein Gesicht gezogen wurde. Sehr schön finde ich in dem Fall auch, dass eben genau dieser Rahmen beziehungsweise andere Elemente wie seine Haare, da finde ich es ein bisschen komisch, auch den Metallic-Effekt vom Steelbook mittragen, was finde ich sehr, sehr gut gelungen ist. Das ist alles in allem wieder mal ein absolut cooles Steelbook-Frontcover. Wir bekommen auf dem Backcover wie gewohnt die Inhaltsangabe, Filmbilder, technische Details und so weiter. Als einziges tatsächliches Backcover-Artwork zum Film gibt es wieder nur diese braune Marmorierung ohne Steelbook-Effekt und innen eben einfach die Standard-Blu-ray, beziehungsweise das, ich nenne es einmal Logo der Reihe, und damit war's das.